Danke Ihnen sehr für diese einleitenden Worte. Ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, ich muss heute eine besondere Begrüßung wählen. Ich wollte natürlich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da aber Hermann van Veen und Edith Lerkes dort sitzen, habe ich mir gesagt, eigentlich müsste ich sagen, liebe Kinder. Nein, ganz, und das ist mir ernst, weil ich glaube, es geht ganz viel heute Abend um das Kind in uns, das es lebendig zu erhalten gilt. Als mich Winfried Kneip gefragt hat, ob ich diesen Abend moderieren möchte, und ich weiß, was Ihnen allen diese Mercator-Lecture bedeutet, habe ich nicht eine Sekunde gezögert, weil ich dachte, es ist eine unglaubliche Ehre, Hermann van Veen auf vielfältige Weise heute Abend begegnen zu dürfen. Ich weiß nicht, was er jedem und jeder Einzelnen von Ihnen bedeutet, aber ich glaube, es ist etwas zutiefst Individuelles, weil wann immer ich mit der Musik und der Kunst von Hermann van Veen in Berührung gekommen bin, hatte ich das Gefühl, ich kam verwandelt hinaus. Ich bin anders reingegangen, als ich wieder rausgegangen bin. Und ich will jetzt gar nicht sagen, Sie haben es ja eben schon angedeutet, was er alles ist. Es geht für mich darum, um dieses, er ist ein Möglichmacher. Er erschließt mir Räume in mir selbst und in uns, um in andere Bereiche vorzutreten, wo wir sonst vielleicht, ich weiß nicht, ängstlich oder manchmal keusch oder manchmal, ich weiß nicht was sind. Er nimmt uns dorthin mit und er ist für mich ein Grenzeneinreißer. Und es ist immer eine Reise ins Ungewisse. Und faszinierenderweise bei dem Gedanken der Reise ins Ungewisse, weil man nicht weiß, was weiß man auch bei kultureller Bildung nicht, wenn man sich kulturell bildet, wo man landet. Aber ich glaube, es ist immer ein Gewinn, selbst wenn das Scheitern Teil dieser Reise ist. Und es war total faszinierend, heute Nachmittag bei dieser Regiebesprechung dabei zu sein. Weil wir haben ihn gefragt, draußen, nicht in diesem Raum, was haben Sie heute vor? Und er sagt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und das war ganz ernst gemeint, weil er sagte, wissen Sie was, ich muss da erstmal in die Stiftung gehen. Ich muss da Fährte aufnehmen, zutiefst künstlerischer Prozess. Ich muss mit denen in Beziehung gehen, ich muss in diesen Raum gehen. Welche Temperatur? Wir haben es ein bisschen wärmer gemacht für ihn und für Sie. Welches Licht? Welche Aura ist da? Und darauf reagiere ich. Und das hat mich ganz glücklich gemacht, weil ich dachte, das ist ein so einzigartiger Abend heute. Den werden Sie so mit Hermann van Veen in dieser Form nie wieder erleben. Und auch anschließend die Diskussion, ich glaube, Sie müssen lange suchen und wir müssen vielleicht alle ins zweite Leben treten, um diese drei Herrschaften nachher nochmal auf einer Bühne gemeinsam zu erleben. Und insofern freue ich mich jetzt sehr auf diese, für uns alle, ich glaube, diese Lecture hat es so hier noch nicht gegeben, weil wir wissen nicht, auch ich weiß es jetzt nicht, welche künstlerischen Mittel die beiden wählen werden, er und seine langjährige, wirklich kongeniale musikalische Partnerin Edith Lerkes, um uns zu entführen. Und ich freue mich mit Ihnen, glaube ich, sehr darauf. Viel Vergnügen.